Hier ist sie, die Goldmedaille aus Montreal. Und hier ist die Frau dazu, die erste deutsche Turnweltmeisterin seit 30 Jahren, Pauline Schäfer. Wow, so möchte ich einmal hier reinkommen. Herzlich willkommen bei uns. Das ist aber ein ganz schöner Klotz auch, ne? Das Ding gibt was. Meine Güte. Aber was mich fast noch mehr erstaunt hat als Ihre Goldmedaille, waren Ihre Brüder. Die sind da am Flughafen einfach mal über die Absperrung und beinahe in den Sicherheitsbereich reingerannt. Das hätte auch schief gehen können, oder? Ja, auf jeden Fall. Meine Brüder sind einfach so... Ich hatte wirklich kurzzeitig, als ich es gesehen habe, dachte ich, die schießen sie gleich weg da irgendwie. Aber die Begeisterung war allen in der Familie anzumerken und ihr Erfolg ist auch so ein Gang-Ding, so ein Clan-Ding, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich so eine tolle Familie habe auch, dass ich so viel Unterstützung bekomme von meiner Trainerin, von meiner Familie, von einem kompletten Umfeld. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Drei Brüder, eine Schwester? Genau. Papa, Mama, kriegen Sie alle Ihre Familienmitglieder mit Ihren Sportdisziplinen und bedeutenden Meistertiteln zusammen? ja, also es gibt sehr, sehr viele Titel schon, die geholt wurden. Mama ist was? Vize-Europameisterin im Polizeifünfkampf. Hat der Papa auch irgendwas gewonnen? Nee, Papa nicht. Ist mir persönlich jetzt sehr sympathisch. Sehr netter Mensch. Wie sieht es bei der Schwester aus, Helene, jüngere Schwester? Ja, Helene hat schon einige Erfolge zu Buche stehen. Überwiegend im Juniorenbereich. Dieses Jahr ist sie das erste Jahr bei den Senioren. Mit 16 ist auch im Turn schon Senior, ja. Okay, aber war Jugendmeisterin. Ja. Und was machen die Brüder? Also die haben früher auch alle geturnt. Und dann sind sie zum Ringen gewechselt. Der eine hat dann Kickboxen gemacht. Und das ist so... dann so ein bisschen verlaufen, aber der Erfolg ist in der Familie geblieben. Sie haben mit 5 Jahren angefangen, eigentlich auch fast immer dabei geblieben. Dann gab es so eine Episode, da haben Sie gesagt, jetzt mache ich Stabhochsprung. Was war denn da los? Ja, da lief es nicht mehr so ganz im Training. Trainer- und Turnerverhältnis hat nicht mehr ganz so gestimmt. Und ja, da habe ich mich anderweitig umgeschaut im Stabhochsprung. Hab das probiert, aber das war mir dann etwas zu einseitig. Immer nur hoch, über die Latte, runterfallen. Ja. Und deswegen bin ich dann wieder zurückgekommen zum Turnen, genau. Da kann man auch wenig Eigenes, glaube ich, entwickeln beim Stabhochsprung. Im Turnen geht das schon. Es gibt eine Übung, die war auch in Ihrer WM-Kür mit integriert. Das ist der Schäfersalto. Der heißt nicht ohne Grund so. Den haben Sie erfunden. Genau. Geht das unendlich weiter? Haben Sie noch weitere neue Entwicklungen? Ja, natürlich überlegt man immer wieder, wie kann man... Da sieht man ihn gerade. Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Was ist das Besondere an dem Schäfersalto? Das Besondere ist einfach dieser Seitwärtssalto mit der halben Drehung, mit einer halben Längsachsendrehung. Das heißt, Sie stehen einfach mal, wenn Sie landen, um 180 Grad gedreht. Genau. Haben Sie erfunden? Ja, also das Element kam ursprünglich aus dem Trainingslager. Dort haben meine anderen Turnkolleginnen das mitgebracht. Und dann habe ich es ausprobiert und konnte es dann innerhalb von vielleicht 1,5 bis 2 Jahren dann im Wettkampf realisieren. Und jetzt überlegen Sie auch, weitere Figuren sich auszudenken, zu erfinden, die noch keiner gesehen hat? Ja, man will halt immer wieder was Besonderes machen und mal sehen, wie kreativ ich noch werde, wie kreativ meine Trainerin noch wird. Da fällt uns bestimmt noch was ein. Sie haben jetzt gleich die Chance, kreativ zu sein. Ich will Sie nicht unter Druck setzen. Sie müssen jetzt nichts Neues hier erfinden. Aber ich nehme am besten mal Ihre Medaille. Ja, und dann können Sie sich schon mal fertig machen für eine kleine Kür, denn Pauline Schäfer, bitte legen Sie ruhig ab. Denn Sie brauchen ja ein bisschen Bewegungsfreiheit. Pauline Schäfer hat uns nämlich versprochen, dass sie so eine kleine Stern-TV-Kür hier zur Aufführung bringt, damit wir mal einen Eindruck vom Sport bekommen. Aber das ist nicht die WM-Kür. Also Sie müssen jetzt nicht hier 100%iges Risiko gehen. Dann sage ich, das ist Ihr Balken. Ich habe ihn schon mal angewärmt vorhin. Ja. Und wir sehen uns 2 Minuten. Bitte schön.
Hervorragend. Es ist mir persönlich ein totales Rätsel, wie das geht, weil vorhin war ich schon mit Stehen und gleichzeitig Reden relativ überfordert, muss ich gestehen. Gibt es denn Männer, die Schwebebalken turnen eigentlich? Nee, das gibt's nicht. Warum? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das wäre ein bisschen unpraktisch, wenn es mal daneben gehen würde. Ja. So eine Kür mit Omelette zum Nachtisch, das wäre nichts. Sie machen sportliche Karriere, nebenbei eine Bundeswehrkarriere und auch noch mal so irgendwann zwischendurch Abitur. Wie geht denn das alles nebeneinander her? Ja, es ist alles ein bisschen schwierig zu koordinieren, aber wir kriegen das alles ganz gut hin. Aber Abitur können Sie ja im Grunde nur spätabends machen, ne? Genau, ich bin an der Abendschule gerade aktuell bis 22 Uhr. Oh. Nach meinem Training, ja, ich denke mal, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man sich absichert auf beruflicher Ebene. Und ja, das versuche ich jetzt zu. Wobei ich Ihnen wünsche, und ich weiß, das ist schwierig beim Turnen, dass der Sport Sie vielleicht auch wirtschaftlich irgendwie die nächsten Jahre trägt. Zu wünschen wäre es Ihnen, denn da kommt ja einiges. 2020 Olympische Spiele in Tokio. Versprechen Sie mir, wenn Sie die Goldmedaille haben, dass Sie dann auch zuerst zu uns kommen? Dann bin ich auf jeden Fall am Start. So wollten wir das hören. Danke für den Besuch bei uns. Und alles, alles Gute weiterhin. Pauline Schäfer, Dankeschön.